Und dann wurde alles dramatisch wie in einem Musical. Boris, unser Glöckner von Notre Dame, war nicht zum Bestehen der Probezeit gekommen. Er hatte seinen Plan umgesetzt, der alte Schmarotzer. Ding, ding, ding. An dieser Stelle möchte ich mit euch über eure Zukunft sprechen. Also, die Mirai, die sich in 10 Jahren als Krankenpflegerin in einer Spezialklinik. Sie hat einen wunderschönen Mann und 2 sehr intelligente Kinder. 5. Ah, 2 Jungs, 3 Mädchen? 0 Jungs, 5 Mädchen. Und Potter, Katrin, sie studiert Pflege, das habe ich euch ja erklärt, das kann man jetzt auch studieren. Also, wenn eure Eltern sagen, studier Jura, studier Medizin, dann sagt ihr, nee, ich studiere Pflege, ja? Katrin jedenfalls lebt in ihren 3000 Büchern in einem wunderschönen Haus und sie leitet einen Bereich in der Kinderklinik. Danke, dass Sie mir zutrauen, eine alte verbitterte Schachtel zu werden. Ja, was heißt denn werden? Das bist du doch jetzt schon. Ja, stimmt. Was würdest du denn gern anders machen? Keine Ahnung. Mit Ihren Büchern und Ihrer Frau in einem wunderschönen Haus? Wie wäre es mit Ihren 3000 Büchern, Ihrem Hund, in Ihrem Loft, von dem aus Sie auf die ganze Stadt spucken kann? Kann man machen. Und Boris hat in 10 Jahren sein eigenes Pflegeheim. So sein ganz eigenes Ding. Ja, oder er ist Freigänger, muss aber bald wieder rein, weil er gegen die Bewährungsauflagen verstoßen hat. Da ist wohl was dran. Was ist denn los, Mirai? Ne? Boris antwortet nicht. Wow, big surprise. Der Trickbetrüger hat seinen Trick durchgezogen und das Publikum wundert sich. Er ist auch gestern nicht mehr in unsere WG gekommen. Und er antwortet auf keinen unserer Anrufe. Und er war seit 9 Stunden nicht mehr bei WhatsApp online. Ja, das kann ja auch mal passieren, ne? Nicht Boris. Ey, der wäre sogar im Grab online. Allein schon, weil er bei seinem Farm Simulator abkackt. Warum haben Sie eigentlich so jemand bei uns in die Klasse aufgenommen? Weil es manchmal Wunder wirkt, wenn jemand, der ganz viel Scheiß in sein Leben gebaut hat, auf jemanden trifft, der seine Hilfe braucht. Einen alten Menschen zum Beispiel. Sind Sie ja schön auf die Schnauze gefallen mit Ihrer Küchenpsychologie? Vielleicht ist er ja im Altersheim. Nee, da hat er Hausverbot. Mirai! Harry Potter! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Boris wurde verhaftet! Scheiße. Was? Oh, was? Was? Verhaftet! Scheiße. Geht ab, Kabelfleisch! Sorry, Bruder, ich wollte dich echt nicht so doll hauen. Du hast halt meine Leute beleidigt. Deine Leute? Ja, die. Das sind jetzt deine Leute? Ja, was ist denn das für ein Wirbel hier? Alles gut, Herr Mucik. Gehen Sie wieder schlafen, ja? Digga, wir müssen los. Was geht denn los, Alter? Fuck mich nicht ab. Boris, was machst du denn da mitten in der Nacht? Was? Hab's verkackt. Ja. Wie immer. Mann, Boris, warum ziehst du denn so eine Scheiße ab? Ich dachte echt, dass du weitermachst nach der Probezeit. Und nicht einfach so abkassierst wie so ein Assi. Ich auch. Wie du auch? Ich wollte weitermachen. Mann, Boris, warum sagst du mir das denn nicht? Keine Ahnung, ich dachte, es wird so eine Art Überraschung. Ich wollte den Typen ja auch nicht klatschen. Und meine Leute beleidigt. Wie deine Leute? Die Alten. Boris. Mein Vater ist Anwalt. Der erzählt einfach, das war, keine Ahnung, ein Unfall oder so. Und dann gibt dir Frau Jana noch eine Chance. Meinst du? Meine ich. Ich versprich's, dass sie nicht Frau Jana heißt. Ich weiß, dass du das weißt. Willst du mir noch irgendwas sagen? Ja.
Kannst du mein Handy aufladen? Ich war ewig nicht bei Farm Simulator online. Das ist Maisernte. Naja, und wenn ihr jetzt glaubt, die beiden sind ein Paar geworden, trotz 500 IQ-Punkten Unterschied, muss ich euch enttäuschen. Natürlich hat Boris sie nie gefragt. Aber wir sind immer noch eine WG. Oh, cheers! Und mein geheimer Plan ist ja, wir bleiben eine, bis wir alt oder krank sind und Hilfe brauchen. Und regeln das gemeinsam. Das haben wir ja gelernt. Ach ja, und Boris hat in der Schule auch seine zweite Chance bekommen. Eben Ehrenpfleger-Style.